Hallo und herzlich willkommen zu The Walking Dead. Ich habe die letzten 2 Tage viel zu wenig geschlafen, allerdings habe ich heute viel zu viel geschlafen und es ist die ganze Zeit viel zu warm in meinem Zimmer, während ich aufnehme. Aber heute ist es viel zu kalt, während ich aufnehme und wahrscheinlich, weil ich die Sonne wieder draußen sehe, ist es gleich wieder viel zu warm. Oh, ich bin niemals zufriedengestellt. Beim letzten Mal hat uns Larry gesagt, dass sein Charme ihn schon aus dem Hintern läuft, was wir ihm natürlich alle glauben, ne? Ich meine, er ist der größte Schambolzen, den es auf dieser Welt gibt. Das ist unglaublich. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, wie da hinten der Scham durch diesen Balken da läuft. Denn ansonsten kann man ihn ja nicht ganz sehen. Das stört ihn gar nicht. Das ist, als ob der Balken gar nicht da wäre. Ich hoffe mal, das Haus bricht nicht auf ihn zusammen. Also das sind alles hier wichtige Sachen. Und wir gucken nochmal, ob die Verteidigung in Ordnung ist. Und reparieren eventuell die Schaukel. Obwohl, die ist schon repariert worden, oder? Täusche ich mich da gerade? So, klick doch mal da den Zaun an. Geh doch mal hin und sag mal irgendwas darüber. I guess Mark and I were lucky we weren't touching this thing when it came on. Ja, also irgendwie schon, ne? Ich glaube, da wäre jetzt auch nicht zu viel passiert. Ich glaube, lieber kurz den Zaun anfassen, anstatt hier einen Arrow to the knee, eigentlich eher in den Rücken. So wie in Skyrim alle immer hier Pfeile in die Kniekehlen reinbekommen. Was da auch immer passiert, wahrscheinlich ist Chuck Norris sauer oder die schulden ihm irgendwas. Und der ballert dann da einfach mit Pfeilen wild auf jeden, der ihm Geld schuldet. Genauso stelle ich mir das vor in Skyrim. Also, ich glaube... Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Erkenntnis. Also, ich denke wirklich, es hätte ihm weniger geschmerzt, wenn er einfach nur den Stromzaun, den Zaun unter Strom kurz angefasst hätte. Denn ich meine, ein Pfeil in den Rücken... Nicht so Pro wie die Pro-Engine-Generator hier, ne? Die Pro-Engine-Generatoren. Komm, reden wir doch mal mit unserem liebsten Freund, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Hey, du Schambolzen. Dein Charme läuft ja schon die Treppe runter. Geht's euch denn gut? Lee, oh my God, I'm so glad you two didn't get killed out there. Ah. Do you think Mark will be okay? Ja, ach, bestimmt. I think he's in good hands now. Solange Larrys Charme hier überall alles überschwemmt. I've seen guys go through worse. Siehst du, da fängt schon wieder an. Sie haben Kenny. Was? Achso, sie und Kenny haben Frieden gemacht. Was? Nochmal. Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Was? Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Ja, sagen wir das mal. Vor allen Dingen der erste Satz. Alter, was macht der links? Was so? Der Undertaker ist hier. Was macht Larry da an der Seite? Dürfte ich das mal fragen? Alter, guck mich nicht so an. Larry, da kriegst du ja... Oh Gott, da kriegst du ja Angstzustände. Mit dieser Nase, die sehr zu übersehen ist, wo auch schon der Charme rausquillt, wie bescheuert. Der Charme. Der Charme. How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. Ja, auf jeden Fall. Und wenigstens fängst du mal an, wirklich langsam irgendwie Scham zu versprühen. Ja, besser als ein arrow to the knee. Dann kannst du mich nicht mehr laufen. Hör auf, mir diesen Blick zu geben. Oh Gott, das ist ja noch viel schlimmer. Sei doch einfach lieber wieder ein Arsch. Alter, ich hätte lieber, dass er einfach nur ein Arsch ist, als dass er da diesen Blick hier in alle Richtungen verteilt. Das ist aber nichts mit Scham. Das hat nichts mit Scham zu tun. Was deinen Vater angeht, Punkt, 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 den schmeißen wir raus. Ach, der Fettsack, keine Ahnung. Warum bin ich so gutmütig, hä? Hat er einmal keine Leute beleidigt und schon sieht man ihn als ein etwas fragwürdigeres Teil der Gruppe an. Also irgendwie, der kriegt noch seine Faust aufs Auge. Also so weit werde ich mich auf jeden Fall noch rächen. Dann machen wir mal den komischen Satz, Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Take it you and Kenny didn't exactly make up on the way here. Ah. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything, but gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Wenn du das so siehst. Lee, I know you and Kenny are friends, but you recognize that he's not the right person to lead this group, don't you? Nur weil du die ganze Gruppe wieder leiten kannst. Du bist eine gute Anführerin. Kenny hegt immer noch Hoffnung. Keine Ahnung. Kenny hegt immer noch Hoffnung. Kenny believes there's still hope. Maybe that's what we need right now. Well, hope doesn't do any good if we're all dead.
I'm focused on keeping us alive. Okay, tu das. Das ist doch ein... I'm not giving my dad food. That was cold. Oh, deinem Vater... Jetzt kommen wir aber zum Punkt, wo es langsam lächerlich wird. Ihm nichts zu essen zu geben war kalt. War es nicht kalt, als ich ihn richtig... Ich gehe mal gerade hier ein bisschen auf Sicherheitsabstand, obwohl ich habe die Axt. War es nicht kaltblütig... Also ich rede gerade mit ihr, ne? Kaltblütig von ihm, während ich auf die Tür zu sprinte und wie aus diesem Corner-Bistro dahin kommen, mir auf die Fresse zauen, dass ich gefressen werde. Ja, also das war gar nicht kaltherzig. Hätte sie noch mal ein Stück Käse abgeben können. Du kannst auch ein Stück Käse aus deinem Arsch rausholen und es ihm geben. Das ist doch eine viel bessere Wahl. Wait, doesn't offer much in the way of protection, though. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon fast ein bisschen lächerlich zu sagen, dass das kaltherzig war, ihm nichts zu essen zu geben. Es ist auf jeden Fall das Einzige, was kaltherzig vielleicht gewesen wäre, ihn umzubringen wäre nicht mal kaltherzig gewesen. Denn ich meine, er wollte mich umbringen. Ich kapiere diesen Satz nicht. Warum ist das kaltblütig? Das ist gar nicht kaltblütig. So, irgendwie absolut gar nicht. Es wäre nicht mal kaltblütig, wenn ich ihm danach die Axt in den Kopf gejagt hätte. Er hat probiert, mich umzulegen. Für absolut keinen Grund. Gott. Looks like a feeding station for the cow. Ah, wo ist denn die Kuh? Wo ist denn die Kuh? Sind da schon Zombies drin? Oder die vielleicht die Kuh? Hallo? Having a crop like that on hand must be great. Ja, irgendwie schon. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Ja, vor allen Dingen mit diesen tollen Bäumen im Hintergrund, die einfach nur so ein Hintergrundbild darstellen sollen. Das ist schon... Ja, das brauchen wir auch. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt nicht gerade rein und treffe auf ungute Sachen. Ich denke mal, in dem Haus ist genug Platz. Warum sagt er das denn, wenn ich hier die Hand habe? Heißt das nicht eigentlich, du kommst da rein? Ich probiere es nochmal. Nein, erzähl's nicht nochmal! Was machst du mit deinen Zähnen? Er guckt so ein bisschen. Larry, ich hasse dich. Mieser kleiner, fetter Drecksack. Lots of hay. Ja. Oh, was passiert denn da im Hintergrund? Da kann Duck wohl noch nicht allein schaukeln. Irgendwann muss man das lernen. Kann ich hier noch weiter? Nee, hier kann ich nicht weiter. Irgendwann muss man das schon lernen. Oh, und wir haben sogar einen Wasserhahn. Das sind ja Upgrades, die bescheuert. Auch wenn wir in einem Hotel bestimmt einen Wasserhahn hatten. Nur die Frage, ob das Ding läuft, ne? Das ist nur die Frage. Warum ist der Generator hier eigentlich nicht an diesem Tank angeschlossen? Das wäre doch irgendwie ein bisschen sinnvoller. Nicht, dass der nachts über mal einfach... Und alle müssen aufstehen, während 1000 Zombies gerade mal hier reingehüpft sind. Und die den Zaun eingebrochen haben. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ne? Wir unterhalten uns mal mit dem Anführer unserer Gruppe. Eigentlich sage ich ja andauernd, wir sind hier eine Demokratie. Aber anscheinend will sie da hinten... Vielleicht steht sie ja auf Kenny. Vielleicht will sie, dass er der Anführer ist, weil sie das ein wenig anmacht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, es gibt ja unterschiedliche Leute, ne? Ja, das ist sehr realistisch. Wo rennst du denn gerade hin? Oh nein, nicht die Schaukel. Pass auf, Duck. Oh, nein. Oh, das war knapp. Ich dachte, er trifft mich jetzt. Hey, Haley. Found anything interesting? Noch nicht wirklich. Just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Ja, wenn die weg sind, ist ja alles in Ordnung. Keep your ears open for anything else that might help us. Immer gerne. Alles in Ordnung bei dir? Oh, Clementine hat wieder den so unschuldigen Blick drauf. Den sollte Larry auch mal drauf haben. Ansonsten kriegt er irgendwann Axt in den Schädel. Nein, nicht. Das hat nichts mit dir zu tun, Clementine. Das hat alles nur... Ja. Ich muss dir das fast gar nicht erzählen. Dass das so kaltherzig war, als ich hier nichts abgegeben habe. Oder ihm nichts abgegeben habe. Vielleicht ist Larry auch eine Frau. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ja gesagt... In der letzten Folge, seine Tochter wäre ein Eiermonster mit 5 Eiern. More balls. Ja, ja. How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. Thought I was gonna pass out. Oh. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? Ja, wahrscheinlich geht das eher um eine konstantere Möglichkeit. Na, aber ich denke mal... dass hier eventuell genug ist, wenn diese Leute uns denn gut genug vertrauen. Was auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob diese Leute einfach nur fast komplett bis auf die Walker von dieser Apokalypse ein bisschen verschont geblieben sind oder ob irgendwie was mit denen nicht stimmt.
und die hier was planen. Vielleicht auch mit den Banditen zusammenstecken. Ich habe da keine Ahnung. Obwohl mit den Banditen zusammenstecken, glaube ich, weniger. Aber dass sie uns so schnell aufnehmen und uns direkt mit Essen gleich voll knüppeln wollen. Also das gucken wir uns erstmal an, ob wir überhaupt was zu essen sehen. Aber ist schon ein wenig, es ging ziemlich schnell, ne? Da gerät man ein wenig ins Grübeln und fragt sich, läuft das hier alles so mit rechten Dingen ab? Ich meine, ah, guck dir den Blick von Clementine an, da muss doch alles richtig laufen, oder? Clementine ist ja das Gegenstück von unserem Larry. Ich meine, keine Meganase, sondern eine kleine Stupsnase. Und ich führe jetzt das Gespräch fort. Lily will nicht hier sein. Ja, fangen wir doch mal mit der romantischen Geschichte an, dass sie Kenny liebt und unbedingt will, dass er Anführer ist, denn da steht sie drauf und alles Mögliche. Ich laber so einen Müll, das ist unglaublich. I guess, Lily isn't too thrilled about being here. I could give two shits about what Lily wants. Ganz Duck genau. And Katja need food. And I'm not about to sit around that motor inn and watch them go hungry. You're with me on this, right? Ja, natürlich bin ich ja mit dir dabei. Ich werde nicht Partei ergreifen. Nein, Lily macht einen guten Job. Lily's judgment is clouded, but you got a pretty clear head about these things. Also, so kann man das sehen. Ich meine, wir sind ja alle hier gerade so ein bisschen kaputt. Kenny wird das auf jeden Fall, er wird uns nicht umbringen. Ich denke auch, er hätte das Potenzial dazu, diese Gruppe zu leiten, aber wir hätten das Potenzial genauso sehr. Und unsere Clementine hat natürlich auch das Potenzial dazu. Guck, wie sie guckt. Okay. Deine Familie hat es gut hergeschafft. Also so teilweise sind die Sätze so ein bisschen schwer zu verstehen, ne? Ich meine, ich erinnere mal an den Satz von davor. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. I hope you're right. Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel. Ja, es gibt ja Leute, die wollen das. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'd be a good opportunity to find out a bit more about the St. John's and their relationship with those bandits or whatever. Right. Oh. I'll see what I can find out. Also, gut, dass du so weit denkst. Der Grund, den ich jetzt hier verfolgt hätte, wäre dahin zu gehen, um, wie wir das ja schon vorher hatten. Warum haben wir den Banditen, der seinen Banditenkumpel nicht erschossen hat, nicht einfach selber erschossen? Wenn er seinen Kollegen mit einer Shotgun umnietet und nicht nur einmal reinschießt, sondern, keine Ahnung, viermal, ist auch egal. So oft hat er reingeschossen. Meinst du, wenn der irgendeinen von uns trifft, sagt er, oh nein, ich hatte nur gerade sehr persönliche Probleme, der war wie euer Larry, das weiß ich ganz genau, weil ich euch tagelang schon ausspioniere oder mich als Clementine verkleidet habe, denn so nett kann doch kein Mensch in der Welt sein. Das ist, ich glaube das nicht. Und deswegen, warum haben wir nicht direkt draufgeschossen? Ich meine, man kann es als arschig ansehen, aber ich meine, man kann jetzt auch mal so drüber nachdenken. Wie gesagt, was würde er machen, wenn er einen von uns treffen würde? Wahrscheinlich genau dasselbe, was er mit ihm gemacht hat, um unsere Sachen zu kriegen. Warum haben wir es nicht direkt dort erledigt, damit kein anderer zu Schaden kommt? Nicht nur wir, sondern auch andere Überlebende. Und ihm die Shotgun abgenommen und dem anderen den Crossbow. Die hatten auch bestimmt was zu futtern dabei. Das ist, vor allen Dingen, der ist ja weggegangen. Und der andere liegt da mit seinem Crossbow und ein paar Pfeilen und allem Möglichen. Der liegt da einfach nur, ne? Da machen wir gar nichts. Wir brauchen keine neuen Sachen. Nie und nimmer! Ist die Schaukel überhaupt stabil? Oder wird sie von Duck treten lassen? Nicht wirklich. Sie sehen glücklich aus. Clementine. Hey. Hey, Clem. Do you like the swing? Yeah, it's fun. Be sure to tell Annie, thank you, okay? I will. Will you push me on it? Sicher. Warum nicht? Bei Clementine sagen wir doch nie nein. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Oh, Menno. Okay. Oh, ich dachte, er sagt erst, oh Menno. Blöde Clementine, lässt mich nicht mal schaukeln. Warum kommt immer diese Musik, wenn wir irgendwas mit Clementine machen? Wenn wir ihr sagen, wir suchen ihren Hut, wir geben ihr was zu essen, wir reden allgemein mit ihr. Und war das nicht auch die Musik, die wir da im Hotel damals hatten? Ah, bestimmt. Wie findest du die Molkerei? What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Oh, das ist doch schön. So wie ich das schon immer gesagt habe. Ganz bestimmt. Ich glaube nicht. Oder Punkt, Punkt, Punkt. Yeah. Not sure when. One day, things have got to get back to normal. Irgendwie muss es ja gehen. Yeah, me too.
Mach mal weiter mit. Wie geht es dir? Ich meine, wir müssen ja auch mal Clementines Ansicht fragen, obwohl ich glaube, Clementine steht da besser durch als manch anderer hier in unserer Gruppe. Larry und seine Tochter. Und more balls. How you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Ich denke schon, oder? You're lucky out there. It would have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? And we have to make sure they don't hurt anyone else. So sehe ich das auch. I want you to stay lucky too. Ah, ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hat Clementine auch recht. Oder, nee, das hat er Lee gerade gesagt. Aber ich verstehe nicht, warum er das jetzt sagt. Ich habe es ja eben nochmal angesprochen. Warum haben wir es nicht da erledigt? Es sind Banditen. Wenn er seinen Kollegen über den Haufen schießt, schießt er auch andere über den Haufen. Ah! Jetzt höre ich auf mit diesem Thema. Wie oft habe ich das schon erwähnt? Ich stehe da immer noch nicht drüber, ne? Das geht einfach nicht. Das widerspricht einfach den Gesetzen. Wenn es da zu gefährlich ist, okay. Aber wenn da nur zwei Typen sind. Es hätte doch jemand von den anderen Banditen geschrien, wenn er da mit einer Pumpgun durch die Gegend ballert. Keine Ahnung. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? Ach, die erwischen dich nicht. Happened to you? Promise? I promise. Ja, klar. All right, Clem. That's enough for now. Okay. So lang war das aber nicht. For pushing me. Of course. Immer gern. It's all yours. Yeah! Okay, Doug, don't pop a gasket. Was hat er gesagt? Don't pop a gas can? Ja, das wäre auch eine schlechte Idee, glaube ich. Ah, jetzt müssen wir mal in Richtung Haus gehen. Aber leider muss ich vorher einmal sagen, dass ich die Folge hier mal beende. Denn ansonsten ist mein ganzer PC wieder voll und ich habe kaum noch Folgen. Denn alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, war bevor ihr da wart. Und deswegen will ich auch nochmal ein, zwei, vielleicht auch drei kleine Worte verlieren. Ja, vielleicht auch ein paar mehr, denn drei kleine Worte sind zu wenig. Zum Beispiel, ich möchte sagen, das waren drei Worte. Ja, ist ja gut. Schön, dass ihr jetzt hergefunden habt. Es war wirklich, bevor ihr da wart, war so eine gewisse Strecke, die sich fast über 3 Monate lang gezogen hat, dass wir auf 69 Abonnenten hingen. Und wir kamen irgendwie von dieser Zahl nicht runter. Das war so ein bisschen, ich kann euch ja mal das bisherige Problem von diesem Kanal schildern. Und zwar das Problem war, jeder Kanal, egal welcher, ob's sehr berühmte sind, was ich, ob es PewDiePie ist oder wer auch immer. Jeder hat tagtäglich, vielleicht ich nicht tagtäglich, mit Abonnentenverlusten zu rechnen. Das heißt, es gibt einen normalen Zyklus. Irgendwann gehen Leute. Das hängt aber auch nur davon ab, wenn sie sich dafür interessieren. Das sind meistens die Leute, die irgendwie einen irgendwann mal abonniert haben, was du selber nicht mal bemerkt hast, bis auf, dass die Zahl um einen nach oben gegangen ist, die aber nie einen Kommentar geschrieben haben oder sonst irgendwie nie was gemacht haben. Die haben dich abonniert und dann komplett in deiner Abo-Box vergessen, weil die da 50 Trilliarden YouTuber mit drin haben. Irgendwann räumen die auf, dann schmeißen sie dich raus und du verlierst wieder einen. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn sie eh nicht aktiv sind. Aber halt, es geht wieder um eine Zahl runter. Und jeder hat auch einen gewissen Zyklus, dass auch neue Leute deinen Kanal finden und dann halt irgendwann auch sagen, weißt du was, hier bleibe ich, das gefällt mir. Aber dieser Zyklus ist bei mir ein bisschen ausgeblieben, in dem Sinne, dass sich niemand auf diesen Kanal verirrt hat. Das heißt, du konntest niemanden dazu, du konntest niemanden beeindrucken und dass er dann sagt, ich bleib hier, sondern es gab nur diesen einen Kreislauf, dass die Leute halt standardmäßig gehen, denn das tun sie halt immer. Dafür müssen sie halt nur da sein, dass dieser Zyklus irgendwann anfängt zu laufen. Und das war halt das Problem, warum ich fast 3 Monate auf 69 hing. Das war schon ein bisschen verzweifeln, aber ich meine, verzweifelt weniger, aber halt ein bisschen komisch, wenn du nicht über die 69 drüber kommst. Aber ich habe da auch jemanden, mit dem ich mal geredet habe, der macht selber Let's Plays, hat mich, glaube ich, durch meine Let's Plays gefunden. Er hängt, glaube ich, auch genau auf der Zahl 69. Eventuell ist sie ja verflucht, aber ich bin so froh, dass ihr mir geholfen habt, da nicht nur drüber zu kommen, sondern fast das Doppelte der Zahl zu erreichen. Also wir sind im Moment bei 124. Und das Telefon klingelt. Deswegen würde ich auch mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein und ciao.